Nach diesem spannenden Vortrag, den wir gerade gehört haben, der provozierend war, ich könnte da viel zu sagen, vor allem auch zum Thema feudaler Grundbesitzer oder auch das Thema Grundeigentum, will ich aber nicht tun. Ich möchte mich auf ein praktisches Beispiel konzentrieren. Ich möchte Ihnen zeigen, wie ein global tätiges Unternehmen, und es steht für viele andere Unternehmen, auch aus dem Mittelstand, wie dieses Unternehmen in der Branche der Informations- und Kommunikationstechnik in den letzten 30 Jahren sich verändert hat und möglicherweise in den nächsten Jahrzehnten sich weiter verändern wird und damit einige Themen verbinden, die von allgemeinem Interesse sind. Ich werde Ihnen also hier nicht eine spezifische HP-Story vortragen, aber bleibt nicht aus, dass das ein oder andere Beispiel natürlich bei HP festgemacht wird. Zunächst einmal, dieses Unternehmen, um das es geht, ist ein Unternehmen, das heute 126 Milliarden Dollar Umsatz macht, über 330.000 Mitarbeiter beschäftigt in vielen Ländern der Welt und das in drei Geschäftsbereichen. Enterprise Business, das steht für die Computer, die Rechner, die Infrastruktur, die Vernetzung. Imaging und Printing, das steht für die berühmten HP-Drucker, die Sie alle zu Hause stehen haben, in der Küche, im Wohnzimmer, überall ist einer. Und für die Personal Systems, das sind die Notebooks, das sind die Smartphones inzwischen auch, das sind die PCs und die Workstations. Da könnte ich einen abendfüllenden Vortrag halten, das möchte ich aber nicht tun. Das ist die Company HP. Das war nicht immer so. Hier zeige ich Ihnen die Entwicklung des Unternehmens in den 60er Jahren. Und Sie sehen, dass der blaue Bereich, das war alles messtechnische Geräte. HP ist mit der Messtechnik gestartet 1939 und erst im Laufe der Zeit kamen diese gelben Bereiche hinzu, die damals noch Electronic Data Products hießen. Warum? Das waren Rechner, die entwickelt wurden, damit die vielen Daten, die von den Messgeräten gemessen wurden, auch verarbeitet werden konnten. So ist das damals entstanden und wie Sie sehen, sehr stark gewachsen in den 70er Jahren vor allen Dingen. In Deutschland, das war das weltweite Volumen, in Deutschland sind wir typischerweise auch in einer Garage gestartet, in Böblingen, oben rechts 1959. Das ist im Grunde genommen der aufgegebene Platz einer alten Textilfirma. In Baden-Württemberg gab es ja sehr viele Textilfirmen. Es wurde aufgegeben und wir sind hineingegangen, sage ich gleich was zu, dort unten 10 Jahre später, 1969, schon eine sehr schöne große Factory. Dahinter ist noch alles grün. Das ist heute alles belegt von Daimlers Forschungslaboratorien. Ich habe dort vorne rechts begonnen. Hier vorne können Sie vielleicht noch ein paar Autos sehen. Da vorne links steht mein VW 1200, den ich als Student noch damals besessen hatte. Ich habe damals als junger Ingenieur in der Entwicklung angefangen. Hier sieht man mich bereits ein Jahr später in Marketing. Sie sehen, ich bin auch mal jung gewesen und habe bei dem Unternehmen 68 angefangen. Hier bereits im Marketing, während andere meiner Generation auf die Straßen gingen und den 68er Nimbus erarbeiteten, haben wir richtig geschafft. Deutschland, HP Deutschland, um das nochmal ganz kurz reinzuführen, startete zunächst mal mit Lizenzfertigung. Damals war der Dollar bei 4 Mark. Da war es günstig für die amerikanischen Kollegen an der Ostküste vor allen Dingen, bestimmte Produkte nach Böblingen zu transferieren und sich dort zu fertigen. Verlängerte Werkbank. Wir waren damals die Inder der Amis. Sind es heute nicht mehr. Dazu sind wir zu teuer. Immerhin, die GmbH macht 6 Milliarden Dollar Umsatz in Deutschland. Nur in Deutschland. Mit 11.000 Mitarbeitern. Unsere Inder sitzen heute in Bratislava. Oder in Breslau. Oder in Bangalore. Solange die Gehälter noch so niedrig sind, 1 zu 10 vielleicht. Ich habe damals mit 250 Dollar im Monat angefangen, 1000 Mark. Das erinnert frappant an die heutigen Gehälter in Breslau. Und ich hoffe, dass es so gelingt, aufgrund dieser Arbeitsteilung auch Wohlstand, den wir hier nach Deutschland geholt haben, mit 11.000 Arbeitsplätzen in 30, 40 Jahren,
dass wir das auch in Polen hinbekommen, in Indien hinbekommen und überall dort, wo wir heute verlängerte Bergbankaktivitäten haben. Meistens im Osten. Follow the sun. HP insgesamt, Umsatz ist das Blaue, grün ist die der Nettogewinn und das Rote ist die Mitarbeiterentwicklung. In den letzten 70 Jahren, wie Sie unschwer erkennen, ist das hier auf der Ordinate logarithmisch. Sonst würde es praktisch eine exponentielle Funktion ergeben. Die Zeit ist noch linear aufgetragen, obwohl es mir auch vorkommt, man müsste das auch logarithmisch machen. So empfinde ich hier zumindest die Zeit. Sie erkennen hier, dass wir eigentlich immer guten Gewinn gemacht haben, bis auf die Zeit hier Anfang 2003. Das war der Punkt, wo wir Compaq erworben haben. Ich komme da nachher noch drauf zu sprechen. Da war die Due Diligence nicht gut gemacht. Da waren so viele Leichen im Keller, mussten wir dann alle abschreiben. Und deswegen ist der Gewinn in den Keller gefahren. Worauf ich auch aufmerksam machen möchte, ist Folgendes. Sie erkennen hier die Umsatzentwicklung und hier die Mitarbeiterentwicklung. Und das ist eine Lücke, die sich öffnet. Woran liegt das? Erstens liegt es an den Produktivitätserwartungen des Marktes. Zweitens liegt es daran, dass wir sehr viel ausgelagert haben an andere Firmen im Zulauf und im Auslauf, also an Vertrieb, Distributoren oder an OEMs, die uns zugeliefert haben. Und das ist natürlich Wertschöpfung, die dann bei uns nicht mehr ist. Und deswegen, um das alles im Lot zu behalten, muss da eine Lücke entstehen. Warum sage ich das? Beziehungsweise warum sagt Peter Drucker das? Das sieht alles sehr gut aus. Aber was in den 70 Jahren alles passiert ist an Veränderungen, darüber gibt diese Kurve keine Auskunft. Und darüber möchte ich ein wenig reden. Dieser Spruch, denke ich, gilt auch für Staaten, Politiker, Kommunen, Familien. Arroganz und Machtgeilheit führt ins Verderben. Und damit vielleicht nochmal ganz schnell der Blick auf unsere Situation in Deutschland. Die Schuldenstandsquote nach Berechnung des Sachverständigenrats wird in den nächsten Jahren so runterzufahren sein, wenn es uns nicht so ergehen sollte wie den Griechen. Ob das eintreten wird, wissen wir nicht. Hier sind die verschiedenen Szenarien, wie das Bruttoinlandsprodukt wachsen könnte. Hier mit 4%, hier mit 3,25% und damit 2,25%. Alle sehr ehrgeizige Wachstumsraten. Ich befürchte, selbst die 2,25% werden wir in den nächsten Jahren nicht hinbekommen. Aber wie sollen denn dann die Schulden runtergehen? Das ist ein Szenario, was ich voranstelle, weil ich möchte, dass die Botschaft auch klar wird, und ich sage das auch an anderen Gelegenheiten, dass unsere Communitas, unsere Res Publica, sich überlegen muss, ob sie nicht doch auch Strukturveränderungen machen muss, größerer Art. Strukturveränderungen, die wir in der Wirtschaft seit gut 15 Jahren machen. Ich werde über einige reden. Nur Kosten sparen oder Steuern erhöhen, das wird nicht ausreichen. In den 80er Jahren haben die Japaner begonnen, die Amerikaner herauszufordern. Sie werden sich möglicherweise erinnern. Es gab neue Arbeitsverfahren. TQM, Total Quality Management, Design for Manufacturing, das atmende Unternehmen, Just in Time, Fertigung, alles um Produktivität und Qualität zu erhöhen. Hat natürlich auch dazu geführt, dass wir die ganzen LKWs auf die Autobahn bekommen haben. Aber anderes Thema. Die Amerikaner haben reagiert. Sie haben begonnen, ihre Industrie umzubauen. In Deutschland in den 80er Jahren bewegte sich überhaupt nichts. Hier waren wir alle sehr gesättigt und froh, dass Herr Kohl den Schlitten gefahren hat. Bis dann Ende des Jahrzehnts, 1989, der Lexus-Schock die Kollegen bei Daimler in Untertürkheim aufgeweckt hatte. Ein Lexus aus Japan kostete die Hälfte und leistete das Doppelte eines Daimler-Wagens. Ich kann mich daran noch gut erinnern, 20.000 Mitarbeiter in Untertürkheim haben ihren Job verloren deswegen. Es hat einfach das deutsche Management zu lang zugewartet. Inklusive unser Management, HP in Deutschland. Die haben die gleichen Fehler auch gemacht.
Das hat dazu geführt, dass die Automobilindustrie, aber auch die gesamte andere Industrie seit Mitte der 80er Jahre und vor allem in den 90er Jahren bis heute sehr intensiv überlegt hat, was müssen wir tun, wurde ausgelagert, man hat sich auf Kernkompetenzen gestürzt und man hat vor allem auch aus den USA sehr viel Fertigung in den Manufacturing Hub nach Mainland China gebracht. Und das ist heute noch. Oder auch Dienstleistungen nach Indien, Teilefertigung nach Mittelamerika und nach Südamerika. Ich zeige Ihnen hier mal, allein im Jahre 2003, wo HP, der weltgrößte PC-Hersteller neben Acer, wo wir jetzt ca. 2003 überall PCs zusammengebaut haben. Local Value Added. Das ist eine ganze Menge. Aber auch das ist zu Ende gegangen. Und wir sind im Jahr 2009 nur noch an ganz wenigen Stellen, vor allen Dingen, wie Sie erkennen, in Asien. Und natürlich auch in Südamerika. Europa kaum noch. Was wir dagegen gemacht haben, wir haben verschiedene Dienstleistungen im eigenen Hause reformiert. Wir haben zunächst mal begonnen, in den 90er Jahren allgemeine Verwaltungsprozesse zusammenzufügen. Haben wir auch hier in Deutschland gemacht. Shared Service Center nannte man das. Dann in den Mitte der 90er Jahren wurde diese dann konsolidiert in großen Regionen. Also von Italien, Frankreich, Deutschland wurden die Shared Service Center zusammengelegt, wurden standardisiert. Es gab eine SAP-Unterstützung, Standardisierung, Sprachenneutralisierung, damit es eben überall einsetzbar ist. Danach wurde das globalisiert. Und was wir jetzt machen, ist, wir kommerzialisieren diese Dienstleistungen, das heißt, wir verkaufen sie an unsere Kunden. Das rechnet sich. Vor allen Dingen lokal auch. Man nennt es Business Process Outsourcing. Das heißt, wenn Kunden sagen, wir würden gerne die Gehaltsbuchhaltung bei euch machen, nicht mehr bei uns, weil sich das kostenmäßig nicht rechnet, dann übernehmen wir das und machen die Gehaltsbuchhaltung inklusive der gesamten IT-Unterstützung für unsere Kunden. Ich bringe das deswegen, weil dieses hier eine Operation ist bei HP, die weltweit inzwischen 20 Milliarden Dollar Umsatz macht, mit etwa 15.000 Mitarbeitern. Ausschließlich Services. Die Prozessverbesserung gehörten auch zu den Themen, die wir angegangen sind. Und das macht ja heute eigentlich jeder. Gute, auch Mittelständler, ja auch der öffentliche Bereich. Man guckt in die Prozesse rein. Ist auch gut so. Aber man muss dabei aufpassen. Es gibt Leute, die keinen Prozess haben. Das macht man vor allen Dingen dann, wenn man möglichst kreativ sein will. Aber es kann auch zu Chaos führen. Oder man ist prozessbesessen. Dann hat man eine Stasis und eine große Bürokratie. Irgendwo dazwischen liegt ein Optimum. Und das muss man finden. Und vor allen Dingen darf man nicht nur die Prozesse verbessern, sondern man muss sich auch überlegen, was über die Prozesse geleitet werden soll. Das ist so, wie wenn man ein Pipeline-System verbessert, die Röhren, und keine Rücksicht nimmt auf das, was in den Pipeline nachher fließen soll. Gas, Lebensmittel, Öl, was auch immer. Und darüber hinaus, auch wichtig für die Restrukturierung. Wenn ich restrukturiere und Technologie brauche, um die Restrukturierung zu unterstützen, produktiver zu machen, dann muss ich eine ganz bestimmte Reihenfolge beachten. Ich darf nicht neue Technologie nehmen und eine alte Organisation, dann bekomme ich eine kostenintensive alte Organisation und sonst nichts. Ich muss also erst hergehen und die alte Organisation zu einer neuen Organisation machen. Ich muss sie restrukturieren, dann neue Technologie ranbringen und dann kriege ich erst eine effiziente Organisation. Das Gleiche gilt auch im Übrigen für Führungskonzepte. Wenn ich ein altes Führungskonzept nehme und eine neue Organisation, die meist schief, die kostenintensive alte Führungsorganisation, ich muss auch die Anreizsysteme verändern. Vergessen die meisten. Bundeswehr ist ein gutes Beispiel, ja. Übrigens, ein Beispiel in der Bundesrepublik, was ich finde, zum ersten Mal zeigt, dass wir als Communitas auch zu einer großen Strukturreform fähig sind, wenn es denn professionell gemacht werden würde. Ja, die haben doch noch nicht mal erkannt, dass man zu einer Strukturreform erstmal viel Geld in die Hand nehmen muss. War gar nicht eingeplant. Und. Wir haben in Deutschland dann eben aufgewacht mit dem Wake-up-Call, haben wir
alle diese Dinge erledigt, über die 90er Jahre bis hin in die frühen 1000er Jahre. Ich will das im Einzelnen nicht zeigen, aber wir haben sehr viel ausgelagert. Wir waren zum Schluss waren wir die einzige Fertigungsstätte bei HP weltweit, die noch Metallfertigung hatte. Die haben sogar eine, diese Stampfmaschinen gehabt, mit der man Gehäuse machte, obwohl wir in Baden-Württemberg jede Menge gute Mittelständler haben, die das machen können. Wir haben unsere Schrauben selber gemacht. Das hat sich alles nicht mehr gerechnet und wir mussten diese Metallfertigung, das waren etwa 100 Mitarbeiter, auslagern. Wir mussten sie bitten, zu einem anderen Unternehmen zu gehen. Keine einfache Angelegenheit, sage ich Ihnen. Da habe ich zum ersten Mal gelernt, was es heißt, Veränderungsmanagement. Wir haben unsere Sozialleistung überarbeitet. Wir sind von 35 Stunden wieder auf 38 Stunden ohne Lohnausgleich gegangen. Ich muss dazu sagen, wir sind seit Anfang der 70er Jahre aus dem Arbeitgeberverband auch ausgetreten. Weil wir sollten damals gezwungen werden, unsere Mitarbeiter auszusperren und das haben wir nicht gewollt. Also sind wir bei dem Arbeitgeberverband ausgeschieden, haben dadurch natürlich eben auch ständig den Druck der Gewerkschaften, Tarifverträge abzuschließen. Wir haben uns bis heute geweigert, weil wir der Ansicht sind, wir können es selbst entscheiden, wie wir die Gehaltserhöhungen und Leistungsbeiträge unserer Mitarbeiter beachten. Ich komme da vielleicht nachher noch drauf. Sie sind sicherlich hier schon schnell durchgegangen. Ich will das hier im Einzelnen nicht vorführen. Sie sollten nur erkennen, wir haben hier in Deutschland genauso heftig an diesem Thema gearbeitet. Hier stellt sich meistens die Frage, ja, was, wenn ihr das alles auslagert und ihr geht ins Ausland mit eurer Wertschöpfung im Fertigungsbereich, ja, was bleibt denn dann noch in Deutschland? In der Tat, in den letzten 10, 15 Jahren sind durch das Outsourcing in USA und in Deutschland die Beschäftigten in der Verarbeitungsindustrie so zurückgegangen. In der Verarbeitungsindustrie. Und die macht in Deutschland etwa noch 27% des Bruttoinlandsprodukts aus. Und die wird auch weiter da sein. Was Sie hier aber auch sehen, die Amerikaner haben wesentlich schneller abgebaut. Und in Deutschland gibt es offensichtlich auch irgendeinen Sättigungswert. Und das Interessante ist, sind die Argumente der Volkswirte, die sich mit dieser Frage beschäftigen, warum ist das in Deutschland auf diesem Wert stehen geblieben? Und da ist eines der Argumente, dass wir in Deutschland eine mittelständische Industrie haben, seit gut 200 Jahren, in einer vernetzten Situation, die als Zulieferindustrie arbeitet und viele der Arbeitsplätze aufgefangen hat. Und das ist gut so. Ja, das ist gut so. So machen wir Partner das auch. Wir nennen das das Caretso-System. Ich habe in der Zeit, in den 90er Jahren, von dieser Umfrage von Gallup gehört, war 1995, die gefragt, was wollen die eigentlich, Chinesen? Und 68% der Chinesen haben damals gesagt, work hard and get rich. Und das gilt heute noch. Diejenigen von Ihnen, die heute nach China gehen, die werden genauso beeindruckt wieder zurückkehren wie ich jedes Mal. Das ist eine Stimmung dort, jetzt mal unabhängig von dem politischen System, aber die Bevölkerung will nach vorne. Die wollen reich werden und die wollen Wohlstand, persönlichen Wohlstand. Irgendwann mal wird auch die Frage gestellt werden, wie frei wollen wir eigentlich sein? Das kommt absolut danach. Ja, 98 war die Canossa-Situation bei HP erreicht. Das ist bei jedem Unternehmen irgendwann mal der Fall. HP wuchs nicht mehr. Und der Gewinn stagnierte. Man hat da mal hingeguckt und hat gefragt, gut, wir haben ein Geschäftsmodell für den Computing-Bereich und für den messtechnischen Bereich. Das sind zwei Geschäfte in einem Unternehmen. Offensichtlich führte das zu Problemen. Wenn man in die Zahlen reinschaut, stellt man fest, die sind schon sehr unterschiedlich. Nicht, dieser Bereich investiert in Entwicklung 6% und im messtechnischen Bereich noch 12% vom Umsatz. Die Gewinne sind gleich. Die Grossmargen ist deutlich unterschiedlich, Fertigungstitel ist unterschiedlich, der Computerbereich hatte wesentlich ausgelagert bereits. Kurzum, das Management fragte sich, was müssen wir tun? Wir haben dann eine Studie veranstaltet, wir haben die größten Unternehmen in den USA analysiert und herausgefunden, dass die großen Unternehmen, wenn sie größer werden, nicht mehr wachsen. Die wachsen dann höchstens noch mit dem Bruttoinlandsprodukt.
Und das hat dazu geführt, dass man sagt, wir müssen eine Entscheidung fällen. Ich darf hier mal ganz kurz auf das Thema eingehen. Eine Fitnesssituation führt zu Größe und Alter einer Organisation. Denken Sie an Peter Druckers Statement von vorhin. Führt zur Lethargie, möglicherweise, vor allem im strukturellen Bereich, aber auch im Kulturbereich, im kulturellen Bereich. Man ist nicht mehr so lebendig, man atmet nicht mehr und das ist dann meistens der Misserfolg. Wenn der Markt stabil ist, dann kann es anders ausgehen, aber in unseren Märkten, die sind wahnsinnig dynamisch, dort führt das automatisch zum Misserfolg. Es ist einfach notwendig, wenn ein Unternehmen über Innovation, Differenzierung und Kostensituation, diese typische S-Kurve zur Reife kommt, muss das Management Strukturen ändern, Kultur ändern, Strategien ändern und die Mitarbeiter mitnehmen und nicht stehen lassen. Das ist die Verantwortung des Managements und viele tun das auch, haben es in den letzten 15, 20 Jahren getan, manche eben aber nicht. Und da kommt es dann zu solchen Veränderungen. Es kommt zu Revolutionen in den Unternehmen und ich zeige Ihnen gleich mal, wie das bei HP ausging. Entweder zu einer ersten Revolution, dann weiter zu inkrementalem Wachstum, dann zur zweiten Revolution. Und Revolution heißt dann immer Umbruch, Veränderung, Verkauf, Aufkauf. Beispiel, Halbleiterindustrie. 1955 war der Marktführer bei Elektronenröhren, RCA, Radio Corporation of America. Sylvania, General Electric, Raisin und so weiter. Bei Transistoren 1955, das war ein ganz frisches Technologiefeld, waren es Firmen wie Hughes, Transitron, Philco und so weiter, Texas Instruments, RCA. Sie sehen, die haben begonnen, aber 65 waren sie bereits nur hier, 75 waren sie hier und dann sind sie schon nicht mehr zu sehen. Ich habe ihn für ihre Aufmerksamkeit auf der rechten Seite, das können Sie wahrscheinlich sehen, im Jahre 2010, wer eigentlich der Führer ist, heute ist es Intel und Samsung und Toshiba, die den Halbleitermarkt heute beherrschen. Was ist mit RCA passiert? Die sind untergegangen. Die waren 55 Marktführer, hatten $1 Milliarde Umsatz, die waren größer als IBM zu der damaligen Zeit. Und dann wurde 86 durch General Electric aufgekauft. Richtig frustrierend für ein Unternehmen, das mal führend war. Was waren die Gründe? Die haben zu halbherzig in die Halbleitertechnologie investiert. Dann haben sie noch verschiedene andere Investments gemacht in Technologien, die sich nicht rentierten. Aber ganz wichtig, sie hatten diesen Cultural Lock-in. Das heißt, die Unfähigkeit, zwei unterschiedliche Technologiebereiche mit all den Konsequenzen parallel zu managen. Das haben sie nicht hingekriegt. Also, dass sie die alternde Technologie der Vakuumröhren verteidigen, aber weiter als Cash-Cow pflegen, das haben sie ausschließlich gemacht. Und sie haben keine neue Technologie gefunden, mit der sie dann im Halbleiterbereich vorangehen konnten. Und da gibt es diesen schönen Spruch von Ford: Culture eats strategy for breakfast. Finde ich ganz toll. Zeigt nämlich, wie wichtig das Verhalten in Unternehmen oder in Organisationen ist. Das Verhalten. Das ist ja Unternehmenskultur, das ist Führungskultur, das ist Identität, etc., etc., etc. Alles Soft Values. Fähigkeit. Ja, bei HP führte das zu einem Split. Die Company hat sich entschieden, das Unternehmen in zwei Bereiche aufzuteilen, Agilent und HP, Computing Imaging und der messtechnische Bereich. Und das wurde 1999 durchgeführt, weltweit, bingo. Zwei Firmen. Hat die Firma gespalten. Zwei Aktiengesellschaften. Sehr mutig. Es kam eine neue Präsidentin, Carly Fiorina. Möglicherweise haben Sie in der Presse mal einiges von ihr gelesen. Sie sollte HP schneller machen, auf die Internetzeit vorbereiten, die wir verschlafen hatten damals. Das hat sie auch hingekriegt. Hat das mit sehr viel Veränderungsmomentum gemacht.
teilweise zu viel. Da kam die Veränderung im Wochentakt. Und sie stand vor den vier Alternativen. Soll sie Kurs halten und Leistung verbessern? Das kann man ja machen. Soll sie das Unternehmen ausschließlich auf Service und Beratung ausrichten? Damals war die Frage, ob wir Preiswaterhaus kaufen. Das hat dann IBM gemacht. Wir nicht, Gott sei Dank. Oder man hätte die Company auch nur auch als Drucker-Company fokussieren können. Oder Nummer 4, ein führendes IT-Unternehmen mit einer großen Akquisition. Dafür hatte man sich damals in der kritischen Zeit um die Jahrtausendwende entschieden. Sehr mutig. Also hat man Compaq aufgekauft. Es war ein enormes Projekt, sehr sorgfältig vorbereitet, mit klaren Zielen. Vor allen Dingen wollte man die Kosten reduzieren. Die Marktkonsolidierung, die damals weltweit passierte, nutzen und man wollte Markt- und Technologieführer in Scale und Scope werden. Damals mussten etwa 20.000 Mitarbeiter bei HP ihren Arbeitsplatz verlieren. Auch in Deutschland haben wir große Verluste gehabt. Wir haben es versucht, sozialverträglich hinzubekommen. Es ist uns auch in allen Fällen eigentlich geglückt. Aber das ist das Problem bei einem Merger. Wenn Sie zwei Organisationen zusammentun, sind immer Arbeitsplätze übrig. Wenn Sie einen Split machen, brauchen Sie in beiden Bereichen zusätzliche Arbeitsplätze. Der Widerstand gegen den Merger war enorm. Hier hat Walter Hewlett, das ist der Sohn des Gründers, der im Aufsichtsrat war, dagegen argumentiert, das sei nicht der HP Way, 25 Milliarden sei zu viel, etc. etc. Die Präsidentin Carly Fiorina hat trotz dieser ganzen Anfeindung teilweise auch Morddrohungen. Sie bei dieser Strukturveränderung, ist ja eine Strukturveränderung, eine Revolution, begleiteten, widerstanden. Auch da habe ich gelernt, wenn man einmal eine Entscheidung gefällt hat und ist davon überzeugt, auch nach seinen eigenen handlungsleitenden Werten, dann muss man sie durchführen. Egal wie die Umgebung anfängt zu jammern und sagt, der Weg ist zu raff und ja, sind durstig und hungrig. Man muss den Weg halten, man muss seinen Prinzipien treu bleiben, während man sie exekutiert. Oder auch die Presse. Die Presse hat damals gesagt, Mergers, es geht alles schief. Pustekuchen, der Merger ist einer der erfolgreichsten Merger geworden in der IT-Geschichte. Leider hat Carly Fiorina als Präsidentin einen Fehler gemacht. Sie hat zwar den Merger durchgehalten, aber sie hat angesichts veränderter Marktsituation ihr Geschäftsmodell beibehalten und verschiedene Korrekturen nicht durchgeführt. Das führte dazu, dass sie 2 Jahre lang sämtliche finanziellen Vorhersagen nicht eingehalten hat und musste dann gehen. Es kam Mark Hurd als nächster Präsident. Jeder Präsident hat so seine Eigenheiten. Mark Hurd war jemand, der besonders auf die Kosten achtete. Die Presse sprach links von Carly Fiorina als der Visionären und von Mark Hurd als dem No-Bullshit-Boss. Ich meine, Sie kennen das auch aus der deutschen Industrie. Es gibt ja auch hier immer die Vergleiche. Man muss da nur ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn man genau reinguckt, dann ist da schon ein Unterschied in der Führung zu sehen. Carly Fiorina, für die Art und Weise, für die sie auch geheuert wurde, stark extraorientiert, ein Change Agent, sie hat Kostenorientierung, aber sie war visionär wie sonst jemand. Begeistert, eine inspirierende Führerin. Mark Hurd, sehr intern orientiert, leidenschaftlicher Kostendrücker, Execution is everything. Und der hat das 4-5 Jahre lang gemacht und HP zu einer sehr erfolgreichen Zahlenfirma gebracht. Mit dem großen, großen Nachteil, und das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb er gehen musste, dass das Engagement der Mitarbeiter so notwendig ist. Gut, HPs Vision, das führende IT-Unternehmen weltweit zu sein, haben wir bereits erreicht, sind wir. Strategische Ziele sind hier, die operativen Ziele sind da, wir gehen um Wachstum, Effizienz und gute Kapitaleinsatz. Ergebnisse im Geschäftsjahr 2010, das will ich nicht im Einzelnen darstellen, aber nach der Finanzkrise, nach der Schwierigkeit im Markt,
ein sicherlich gutes Ergebnis mit 126 Milliarden, Wachstum 10%, 14 Milliarden der Bruttogewinn mit 11% vom Umsatz, sicherlich hervorragend, aber natürlich auch mit Opfern erkauft. Positionierung des Unternehmens mit den Hardware-Akquisitionen der letzten Jahre, Software-Akquisitionen, jetzt EDS akquiriert, Services, sind wir gut positioniert, um in die Zukunft zu gehen, wo wir Web-Services und die Dienstleistungsorientierung als einen der wichtigen Marktsegmenten sehen mit Cloud Computing. Da komme ich jetzt gleich drauf. Haben Sie soweit Fragen? Sie dürfen ruhig zwischendurch fragen. Nicht, dass Sie das alles aufbewahren. Für nachher kommt das wie ein Schock. Cloud Computing? Ja. Also Cloud Computing ist nichts anderes, ist ein verwirrendes Wort, muss ich erstens zugeben. Aber unsere Branche übertreibt immer maßlos, kommt immer wieder mit neuen Dingen. Cloud Computing ist nichts anderes als eine Darstellung einer Netzstruktur. Man hat in den 80er Jahren, als das Internet hochkam, hat man eine Wolke benutzt, um das Netz zu symbolisieren. Nicht? Und dann ist jeder in das Netz gegangen. Und nachdem jetzt das Netz immer stärker in den Vordergrund geht, hat man gesagt, wenn ich eine IT-Dienstleistung, die ich in meinem Unternehmen habe, wenn ich die nicht mehr selber machen möchte, sondern ich möchte sie von HP beziehen, dann, in Indien oder irgendwo. Oder irgendwo, richtig, und die kommt dann übers Netz zu mir, dann ist das ein Outsourcing oder eine Sourcing-Situation für dieses Unternehmen, für eine Dienstleistung. Und das nennt man, wenn man es richtig professionell macht, Cloud Computing. Ist Telekom Konkurrenz da dafür? Die Deutsche Telekom im Bereich T-Systems ist eine Konkurrenz, jawohl. Sie haben jetzt den Wachstum des Bereiches Services ja auch dargestellt. Ist das, wie steht das im Verhältnis zu der Produktion der Ja, gute Frage. HPs Profil sieht so aus in etwa, wenn Sie 100% der Wertschöpfung nehmen, also des Outputs, dann sind etwa schätzungsweise 30% Services, 30% Hardware und der Rest ist Software und finanzielle Dienstleistungen. Tendenz geht in Richtung der IBM. Die IBM ist ja schon wesentlich weiter. Die machen etwa 50-60% ihres Umsatzes in Service. Wir werden aber weiterhin eine Hardware-Firma bleiben, eine technologieorientierte Firma. Aber der Serviceanteil wird steigen. Gar keine Frage. Weitere Fragen? Bitte. Hören Sie nochmal bitte das Wort Merger. Ja, der Begriff Merger. Das ist auch keine einfache Sache. Aber es kommt aus dem Englischen und heißt, man führt zwei Unternehmen zusammen. Man mergt sie. Ja? Also im Grunde ist es nichts anderes, ich übernehme ein Unternehmen, dann ist es eine Frage, ist es ein aktiver Prozess oder machen das beide, da scheiden sich noch die Geister. In diesem Falle ist es ein Merger of Equals, von Gleichen, oder ist es eine feindliche Übernahme. Aber auf jeden Fall, Merging ist Zusammenführen von zwei Unternehmen in ein einziges. Weitere Fragen? Sagen Sie noch etwas über die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften? Da waren ja ein paar schwierige Punkte drin. Ja, wenn Sie wollen, kann ich das gerne tun. Aber vielleicht machen wir das zum Schluss. Gut, wie geht es weiter? Ich denke, hier kann ich ein klein bisschen von HP Abstand nehmen, aber das wird uns betreffen. Ich werde über unsere Branche reden, über ein Feld, das sehr viel Chancen für neue Unternehmen beinhaltet, auch hier in Deutschland. Und deswegen denke ich, macht es Sinn, hier darüber zu reden. Wir vorhersagen für die nächsten Jahrzehnte, da gibt es beliebig viele, die Vorhersagen machen. Ich habe Ihnen hier mal mitgebracht von Herrn Eber, Zukunft 2050, das wurde vor kurzem im Manager-Magazin veröffentlicht. Hier sprechen Sie von dem Wachstum vor allen Dingen in den BRIC-Ländern, sprich Brasilien, Russland, China, Indien.
Man spricht hier von der individualisierten und digitalen Fertigung, von regenerativer Medizin. Das Energiehaus, Energiebrauch sinkt durch intelligente Steuerung, also Smart Grids, E-Autos, intermodales Mobilitätssystem, was auch immer das sein mag. Freizeit in virtuellen Welten, grauslich, aber wird vorhergesagt. Und wenn man sich anschaut, wie unsere nächste Generation aufwächst, zum großen Teil ja, absentiert von der richtigen, wirklichen Natur, in virtuellen Räumen, dann muss man sich überlegen, ob wir das auch wollen. Aber es ist on the way. Ich möchte darauf nicht sehr viel Rücksicht nehmen. Ich gebe Ihnen mal unsere Perspektive, wie wir glauben, was in unserer Branche in den nächsten Jahrzehnten passieren wird. Das sind eigentlich 1, 2, 3, 4 Parameter. Technologien, Geschäftsmodelle und demografische Entwicklung und Führung. Wenn man mal anschaut, wie sich die Informations- und Kommunikationssysteme in den letzten 40 Jahren entwickelt haben, so gingen wir aus den 60er Jahren, Mainframes, das ist hier die Realisierung immer. Wir hatten damals Stapelverarbeitung, Timesharing, aber es waren die großen Rechner von IBM in erster Linie. Dann kamen in den 70er, 80er Jahren die Ninis, die mittlere Datentechnik, erste Ansätze verteilter Datenverarbeitung. Aber hier in den 80er Jahren, da wurden bereits die ersten Protokolle, die Internetprotokolle geschrieben, die es ermöglichten, dass man über Organisationen hinweg kommunizieren kann. Ganz wichtige historische Entwicklung. Damals ist das Internetprotokoll entwickelt worden. Und später kamen dann die kleinen Servermodelle hinzu, wo praktisch vernetzt gearbeitet werden kann. Wir haben unser Intranet eingeführt im Jahre 1995, schon gar nicht so lange her. Ich weiß noch, wie ruckelig das war. Heute ist das perfekt weltweit. Und nicht nur bei uns, sondern in vielen, vielen, vielen anderen Organisationen, wo Mitarbeiter im Unternehmen miteinander kommunizieren können. Und wir gehen sehr stark jetzt in den Bereich, nicht mehr von bestimmten Ausformungen zu sprechen von Rechnern, wir sprechen ganz generell von Informationsprodukten. Und ein klassischer Vertreter der Informationsprodukte ist das Smartphone. Nicht die kleinen Dinger, die man in der Hand hält und die unterschiedliche Größe haben können, aber eben auch das Auto oder der Teppich. Oder meine Kleidung. Oder mein Kühlschrank, um mal ein ganz blödes Beispiel zu nehmen. Aber ich kann auch in der Fertigung bestimmte Prozesse digitalisieren und sie in das Netz bringen. Komme ich gleich dazu. Dieses Informationsversorgungsnetz, Utility Computing, das ist die Vision der nächsten Jahre. Da wird es hingehen und wird unsere Wirtschaft deutlich verändern. Und darauf werden sich Unternehmen wie HP, aber eben andere, einzustellen haben. In den 60er Jahren, wie gesagt, Mainframes, da ging es in erster Linie um Produktivität. Heute geht es um Produktivität, Kommunikation und Kollaboration. Across the board, also nicht nur PDAs, sondern auch Personal Computer, Rechner, Infrastrukturen, Autos. Das Ganze ist vernetzt. Wir haben heute weltweit 2 Milliarden Menschen, von den 7 Milliarden Menschen, die alle online sind. Das muss man sich mal vorstellen. Ich kann mich noch erinnern, in den 90er Jahren, wo wir gesagt haben, hier in Deutschland muss das Internet stärker promoviert werden. Und Herr Kohl als Kanzler hatte damals diese blöde Angewohnheit zu sagen, das ist die Autobahn. Man meint aber wirklich die Autobahn, nicht das Netz Autobahns. Sie können sich erinnern. Es war sehr schwer, hier in Deutschland das Ding voranzubringen. Während in New York bereits jeder Cabdriver, jeder Taxifahrer bereits dieses Thema des Internets verinnerlicht hatte. Wir sind ja einfach zu langsam als Volkswirtschaft. Aber Sie sehen, wir haben 65 Millionen Menschen in Deutschland heute, die online sind. Das ist enorm. Hinzu kommt, es gibt weltweit 5 Milliarden mobile Telefone, inklusive der Smartphones. Und schauen Sie mal, wie viele in China sind. Da gibt es natürlich auch viele Menschen. Aber die absolute Größe ist wichtig. Ein paar andere Daten. Bitte schön, eine Frage. Wie kommen Sie zu den 65
Vorstand, die online sind. Das sind die Zahlen, die der Bitkom veröffentlicht. Ja, das ist mir klar, das Bitkom, das steht auch hier im Facebook zu sehen, aber was die Bevölkerungszahl in unserem Deutschland? 80. 80 Millionen. Also bloß 15 Millionen, die nicht im Internet sind. Ja. Glauben Sie es selbst? Ja, ja, natürlich, glaube ich schon. Ich habe das ja verfolgt seit 15 Jahren verfolge ich das. Also können Sie schon davon ausgehen, dass es so ist. Also sehr aktive Parteileichen, die online sind. Naja gut, ich weiß jetzt genau den Kriteriensatz, nach dem das ausgesucht wird, aber ich denke, die 65 Millionen stimmen. Aber wenn ich mit mehreren Namen ins Internet gehe, dann sind die Namen drin, ne? Ja, klar. Ja, das kann durchaus sein. Ja, also nageln Sie nicht fest, ob es jetzt 65 sind oder 60 Millionen, aber in der Größenordnung findet das statt. Wir haben diese Statistiken, wie viel Prozent einer Bevölkerung im Internet online tätig sind, verfolgen wir jetzt seit Mitte der 90er Jahre. Und wir waren mal bei 20% und das geht jetzt wirklich rapide in die Sättigung. Wir haben übrigens in Deutschland jetzt fast jeder eine 100%ige Abdeckung bei Mobile Phones. Das Land in Europa, das mehr Mobile Phones hat wie Einwohner, ist Finnland. Italien. Und zwar schon seit längerer Zeit, seit etwa 10 Jahren. Sind auch diejenigen, die den Kodex erfunden haben, wie man mit Mobile Phones umgehen soll. Also einen Netkodex. Ich zeige Ihnen hier mal eine Statistik, die von IDC kommt, die auch von weltweiter Verbreitung spricht. 25 Millionen Apps, das sind diese Applications, die Sie auf Ihr Smartphone laden können. Ein schnell wachsendes Geschäft. 31 Milliarden verbundene Geräte. 1,3 Billionen Sensoren und Tags, also sind diese Pepperlist, die man irgendwo ranhauen kann. 2 Milliarden Menschen, sagte ich bereits. 50 Billionen, also sind deutsche Billionen, nicht amerikanische, Gigabyte von Daten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und viele von den Daten sind auch gar nicht abgearbeitet. Ich denke, da gehört auch die ganze Mond-Exkursion zu. Die Daten sind ja auch noch gar nicht alle bearbeitet. Also dies ist ein sehr schnell veränderliches Feld. Interessant ist, dass die nächste Generation, 60% der nächsten Generation, die internen IT-Richtlinien von Unternehmen ignoriert. Einfach ignoriert. Die machen einfach so weiter, wie sie das gelernt haben, im einfachen, privaten Umfeld. Eine andere Aussage ist, dass 130 Millionen Unternehmensanwender weltweit in 3-4 Jahren in einer mobilen Cloud arbeiten werden. Das ist eine Vorhersage der Fachleute. Das mit den Ignorierungen führt dann natürlich sehr schnell zu folgender Konvergenz. Ich, der Verbraucher, habe mein Smartphone, ich habe mein Notebook, ich habe meine Welt mit Facebook, mit Google, mit E-Mails. Und das möchte ich natürlich in meiner professionellen Arbeitssituation auch wiedersehen. Wobei wir hier natürlich immer noch sehr stark unternehmensorientierte IT-Umgebungen haben. Der Trend hier ist, dass beides konvergieren wird. Und das wird die IT-Landschaft der Unternehmen deutlich verändern, es wird alles durchgängiger werden. Ein enormer Markttrend. Wie groß ist die Gefahr, dass es dann zum Datencloud kommt und einigen Sachen sicherheitstechnisch im Privatbereich von der jüngeren Generation überhaupt nicht gesehen wird? Ja. Ein ganz wichtiger Punkt, das Thema Sicherheit. Sicherheit, die ganze Hackerei, Stuxnet, dieses ganze Thema der Cybersecurity ist von der Branche sehr ernst genommen, wird auch inzwischen von den Regierungen sehr ernst genommen und führt auch schon zu ersten Maßnahmen, hier auch in der Bundesrepublik, möglicherweise auch zu Gesetzen, wo die Liberalen aufpassen müssen, dass es wieder nicht übertrieben wird. Also es wird ein ganz, ganz heißer Ritt sein auf der Rasierklinge. Wird nicht einfach werden. Aber es ist eben nicht so, dass man sagt, der E-Commerce, der heute stattfindet, zwischen dem Verbraucher, also Business to Consumer, im Amazon-Bereich zum Beispiel oder mit im Online-Banking, dass das alles unsicher sei. Dem ist nicht so. Ich denke auch jetzt weniger an die Sicherheit, die dadurch kommt, dass auch ein System von außen
außen gehackt wird, sondern von dem, was die Leute freiwillig weitergeben. Gut, das ist wieder ein anderes Gebiet, aber die nächste Generation will einmal für 2 Mikrosekunden berühmt sein und prostituiert sich im Netz. Und jetzt macht das mit Wurmdaten. Und ja, und die 15-Jährigen und 10-Jährigen, wenn man sie denn lässt, die geben alle ihre Daten weg. Und das Gefährliche an den Apps ist, wenn Sie das mal selbst gesehen haben, Sie kriegen eine kostenlose Application auf Ihr Smartphone und dann lesen Sie, ja, das möchte ich gerne haben, ist kostenlos, aber es stehen da unten ein paar Konditionen. Wenn du das hier machst, dann stimmst du zu, dass das passiert. Und wenn man da nicht aufpasst, ist man ganz schnell integriert und dann verliert man seine eigene Identität noch nicht, aber es kann dazu führen, dass die eigene Identität kriminell vermarktet wird. Da gleich anschließend, es ist ja nicht, diese Daten werden ja auch gesammelt, sie werden, ich denke mal, ja, es wird auch für Ihr Unternehmen möglicherweise interessant sein, das wird jetzt vielleicht ist auch getan, die werden irgendwo gesammelt, ob sie da ausgewertet werden können bei dieser Masse, ist jetzt mal dahingestellt, aber dann werden dann auch genutzt und bestehen dann auch Gefahren, die man auf der einen Seite sagen, die ja selber bestehen, aber gibt es nicht aus unternehmerischer Sicht auch ein Interesse, das zu haben? Ja, hat man nicht, also dieser Widerspruch, dass nämlich gesetzlich dort gar nichts geregelt ist, vielleicht auch gar nicht wird, weil ein Unverständnis dafür besteht, gibt es da überhaupt einen Antrieb aus Ihrer Sicht, da was gegen zu tun? Denn also den Antrieb ist auch ein Widerspruch für Sie selber steht. Also es gibt Unternehmen wie Facebook oder Google, die haben ein klares Interesse an den Daten. Das ist Teil ihres Geschäftsmodells. Und wenn man mit denen Geschäfte macht, muss man das einfach wissen. Ich würde zum Beispiel meine E-Mails und meine Bilder und meine Daten von meinen Kontakten, die würde ich nie in diese Synchronisierungsmaschine von Google oder von Facebook geben. Weil ich weiß, irgendwann werden die darauf zugreifen. Moment, langsam. Das ist deren erklärtes Geschäftsmodell. Okay? Das muss ich als User wissen. Dann gibt es Unternehmen, wie die Deutsche Telekom zum Beispiel, als Beispiel, deren Unternehmenszweck liegt nicht darin, sondern deren Unternehmenszweck liegt darin, Online-Dienste zu verkaufen, wie zum Beispiel E-Mail-Systeme. Ich bin seit gut 10 Jahren bei der Deutschen Telekom mit meinem T-Online-Account. Das ist eine outgesourcete Situation. Ich habe da meine E-Mails bereits bei denen liegen. Das ist bereits so. Wunderbar. Ich wurde bisher nie enttäuscht. Das ist deren Geschäftsmodell. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass der Gesetzgeber noch kommt und ganz bestimmte Rahmenbedingungen. So. Und das muss man einfach wissen, wenn man sich in dieses Geschäft hineingeht. Lassen Sie uns das mal so liegen. Da kann man Abende drüber nachdenken und diskutieren. Will ich jetzt hier nicht machen. Ich möchte Ihnen nur ein paar Gedanken geben für die Mittagspause, damit Sie dann weiter nachdenken. Sie kennen das hier alles. Instant Messaging, weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist. Wenn Sie zum Beispiel eine Telefonkonferenz machen, in einem Unternehmen, nicht eine Audiokonferenz über Telefone oder wie auch immer, aber auch meistens sind sie über Telefone und die sind heute sehr stark verbreitet, da braucht man nicht zu reisen, das kann man dann eben auf die Entfernung machen. Dann ist immer noch die Möglichkeit, dass Sie über das Web, über Ihre Notebooks, mit den anderen Teilnehmern der Telefonkonferenz kommunizieren können, über das Instant Messaging. Macht heute eigentlich jeder, Microsoft macht das, HP, IBM. Das Interessante ist, derjenige, der die Telefonkonferenz leitet, der glaubt, er hätte seine Jungs und Mädchen alle unter sich, aber in Wirklichkeit kommunizieren die auch. Das ist eine beeindruckende Szene. Na gut, wie dem auch sei, Voicemail, Videokonferenz, Telefon, Webkonferenz, E-Mails und so weiter, alles dieses ist heute, hat sich so entwickelt mit allen separaten Erfahrungen, Authentisierung, Verwaltung, Speicherung, alles dieses wird in den nächsten Jahren konvergieren. Vor allen Dingen auch... Sparziel und feinen Autofahren. Bitte? Sparziel und feinen Autofahren. Ja, ja, klar. Oder auch nicht. Hat, ja gut, kommt drauf an. Hat seine Vorzüge... hat auch möglicherweise Nachteile, aber mein Punkt ist hier, all diese verschiedenen Aktivitäten werden konvergieren, die werden zusammenwachsen. Aus Produktivitätsgründen, aus Sicherheitsgründen, aus Verwaltungsgründen. Das wird passieren in den nächsten Jahren und werden Sie erleben. Was auch passieren wird, ist vor allem vor dem Hintergrund des Sourcings. Wir werden sehen, dass
mobile Betriebssysteme in den Unternehmen, aber auch beim Verbraucher, in seinem Auto, in seiner Fertigung, unterstützt werden durch leistungsfähige IT-Ressourcen, also Rechner, Großrechner, die irgendwo an zentraler Stelle oder dezentraler Stelle stehen, aber nicht zu den jeweiligen Unternehmen gehören, vergleichbar mit der Elektrizitätsversorgung. Die werden alles als Dienstleistungen liefern. Das ist der entscheidende Punkt. Sie müssen sich das so vorstellen, wir sind heute durch die technologische Entwicklung und durch die Entwicklung von semantischen Sprachen, das ist diese Web 3.0 Entwicklung, durch Web Services, durch neue Architekturen, sind wir in der Lage, durch schrittweises Digitalisieren von Standardarbeitsprozessen in der Fertigung, in der Verwaltung, in der Lohnabrechnung, in der Entwicklung, im Vertrieb, in den Handelsprozessen, von Standardprozessen, diese zu digitalisieren und im Netz anzubieten, als Leistung. Ich kann natürlich IT-Infrastrukturen als Leistung anbieten, ich kann IT-Dienstleistungen anbieten, aber ich kann auch andere Dinge im Internet anbieten. Dieses Cloud Computing bezieht sich jetzt auf IT. Die Entwicklung geht dahin, dass ich Standard-IT-Betrieb einkaufe und ihn nicht mehr selber betreibe und das Geld, was ich da spare, dann in Innovationen stecke. Das ist so die Idee und das werden auch viele Unternehmen machen, vor allem viele Mittelständler, die sich hier eigentlich nicht mehr mithalten können. Zu dem Thema der digitalisierten Dienstleistung nur so viel. Wenn es passiert, und das passiert heute bereits, dass ich digitalisierte Standardprozesse vorliegen habe, wie zum Beispiel Schaltkreisberechnung für die Entwickler oder Simulationsleistung. Heute wird ja viel simuliert in den Entwicklungen. Oder Customer Relationship Management, ganz wichtiger Bereich für viele Vertriebsbereiche, CRM. Oder Materialplanung oder Einkaufsleistung, Anwendungssoftware, Wetterberichte, Hotelreservierung und. Können Sie alles digitalisieren? Können Sie alles ins Web bringen? Einkaufen und verkaufen. Bitte schön. Samstag hat mal gesagt, wir sollen alle gegenseitig die Haare schneiden, wird der Wohlstand nicht bei uns eintreten. Es muss Wertschöpfung in einem eigenen. Das ist Wertschöpfung. Das ist die Frage, kann man Dienstleistung und Wertschöpfung überhaupt noch trennen? Dienstleistung ist Wertschöpfung. Ich verstehe auch diesen Hinweis mit diesem Haare schneiden nicht. Ich finde es einfach deplaciert. Überlegen Sie mal. Etwa 70% unseres Bruttoinlandsprodukts in Deutschland ist Dienstleistung. Wir verkaufen Dienstleistungen ins Ausland. Der Staat leider nicht. Der müsste eigentlich von seinem Dienstleistungsvolumen mehr nach exportieren. Ich will sagen, wir entwickeln hier eine Situation, oder hier entwickelt sich eine Situation, dass der Anteil der verarbeitenden Industrie weiter zurückgehen wird. Und viele der unternehmensnahen Dienstleistungen werden digitalisiert. Und die werden in das Web gehen. Und ich kann die einkaufen aus Australien, aus Südamerika, aus Tokio. Ich kann sie aber aus Freudenstadt oder aus Bad Zwischenahn genauso verkaufen, wenn ich hier professionelles Dienstleistungspotenzial habe, was so aussehen kann. Das sind nur Beispiele. Und das ist eine Entwicklung, die durch die Technologie gefördert wird, wird nicht morgen eintreten, aber in den nächsten 20 Jahren auf jeden Fall. Und die nächsten 20 Jahre gehen schnell vorbei. Und das wird die nächste Generation mitmachen müssen. Und da liegen sehr viele Chancen zum Selbstständigmachen. Neue Geschäftsmodelle. Neue Geschäftsmodelle. Beispiel. Versicherung. Man kann verhaltensbasiertes Pricing machen. Gehen Sie in die Smart Grids. Elektrizität, Verbrauch nach, ja, also Pricing nach Ihrem individuellen Verbrauch kriegen Sie nur hin, wenn das Ganze digitalisiert wird und durch Smart Metering unterstützt wird. Also diese Smart Grids. Das sind neue Geschäftsmodelle. Location-Based Services, die durch die Satelliten möglich sind, ermöglichen neues Geschäft. Oder die Luftfahrtindustrie kauft Jet-Turbinen nur noch nach Meilenleistung ein. Und die kaufen das Ding nicht mehr. Das erinnert mich jetzt an das Thema mit dem Grund und Boden.
Also es gibt viele neue Geschäftsmodelle, die müsste man eigentlich aktiv suchen als Wirtschaftsstandort. Und das will unsere Wirtschaft deutlich verändern. Nächster Trend, Demografie. Und hier möchte ich auf die nächste Generation vor allen Dingen hinweisen. Ich gehöre ja zu den Baby-Boomers, später Ruhestand. Generation X ist wahrscheinlich überhaupt nicht vorhanden hier. Ich meine, nehme an, die Generation Y. Die Generation Y, das sind diejenigen, die heute zwischen 16 und 31 sind. Die kommen frisch in den Arbeitsmarkt und die stellen etwa 70% der Workforce, der weltweiten Workforce in 2025. Und auf die kommt es an. Man nennt sie auch die Generation C. Always clicking, always connected. Naja gut, das ist jetzt etwas salopp gesagt. Die kommende Generation wird 70% des globalen Arbeitspotenzials darstellen in 2025 und die wird die Unternehmen bevorzugen, die gesellschaftlich verantwortlich handeln. Die ökofreundliche Arbeitsplätze bieten, die Weiterbildung bieten, Sabbaticals zum Beispiel. Die erwarten eine größere Arbeitsflexibilität, die erwarten auch kein lebenslanges Arbeitsverhältnis. Die wollen die Work-Life-Balance, die bei mir die ganze Zeit schief gehangen hat, die wollen sie ausgeglichen haben. Und sie wollen natürlich Teil eines erfolgreichen Teams sein. Das ist nichts Neues. Ich habe Ihnen hier mal gezeigt, was meine Erfahrung ist, wie ein engagierter Mitarbeiter in einem Unternehmen arbeitet. Ich glaube, die Kultur, die bei HP jahrzehntelang galt, ist beispielhaft. Und ich will Ihnen das nicht alles vorlesen. Ich wollte hier nur auf einen Punkt hinweisen. Ich will im Rahmen nicht diktierter Ziele selbstständig Leistungen erbringen, ohne ständig von Vorgesetzten oder Stechuhren kontrolliert zu werden. Ja. Arbeit ist, was ich tue, nicht wo ich und wann ich bin. Wenn Sie heute in die Unternehmen reingehen, abgesehen vom öffentlichen Dienst, Sie werden feststellen, in 80% der Fälle werden Sie noch Stechuhren bedienen müssen. Wir werden in den nächsten 20 Jahren mehr Änderungen erleben als in den letzten 40 Jahren. Davon bin ich fest überzeugt. Jeder will ja Innovation. Ich kann den Begriff schon gar nicht mehr hören. Der ist schon so verbrannt. Nur ändern soll sich nichts. So geht das natürlich nicht. Warum fällt uns das Ändern so schwer? Der Schwabe hat einen sehr schönen Spruch. Der sagt, man muss das Dach richten, solange die Sonne scheint. Und das gilt grundsätzlich auch für jede Organisation. Wenn ich anfange, das Dach zu richten, wenn es regnet, oder wenn es dem Unternehmen schon schlecht geht, zu spät. Nein, ich muss das Unternehmen verbessern, verändern, in der Zeit, wo es ihm gut geht. Bitte schön. Das ist ja alles richtig, aber wenn das Dach noch ganz ist, braucht man es nicht zu richten. Never change a running system. Ja, gut, gut gebrüllt. Gut gebrüllt. Ich habe damit eigentlich ein Analogon zitieren wollen. Es wird ja immer kritisiert, vor allen Dingen auch von der Belegschaft, sehr oft auch verständlich, wenn Sie ein Unternehmen leistet, eine Veränderung größerer Art, indem es outsourced oder wenn es einen bestimmten Betrieb schließt, in vorbeugender Vorbereitung auf eine Veränderung in den nächsten 10 Jahren, dann wird gesagt, warum macht ihr denn das? Es geht uns doch gut. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. In den 80er Jahren haben wir in Böblingen noch die Leiterplattenbestückung gehabt. Das ging dann so auf so runden Dingern, die drehten sich, da wurden die Leiterplatten bestückt von angelernten Mitarbeitern. Meistens Friseusinnen und dergleichen, ehemalige Friseusinnen. Alles HPler, wunderbar. Wir haben gesagt, das wird sich in den nächsten 10 Jahren ändern. Möglicherweise sogar schneller. Das wird automatisiert. Sogenannte Surface Mount Devices, die werden automatisch drauf gebaut und dann verliert ihr alle euren Job. Wir müssen heute bereits arbeiten, dass ihr euren Job weiterhin behalten könnt, indem wir euch weiterbilden. Das ist das, was ich meine. Ja? Man muss das Dach richten, solange die Sonne scheint. Gut, da könnte man viel drüber reden. Vor allem das Verkennen der Wirklichkeit ist etwas, was nicht nur uns alte Generation angeht. Also ich meine jetzt diejenigen, die etwas älter sind als 50,
sondern das geriatrische Syndrom schlichte ja zu, das hat der liebe Gott ja so eingerichtet, dass man nicht alles mehr so zur Kenntnis nimmt. Aber es gilt auch für junge Leute. Ich habe viele, viele HPler kennengelernt, im jüngeren Alter, 30-Jährige, die nicht akzeptieren wollten, dass die Wirklichkeit, in der sie sind, so ist, wie sie ist und dass sie das, was sie eigentlich wollen, nicht können. Dieser Unterschied zwischen wollen und können kommt bei jungen Leuten in vielen Fällen auch nicht an. Die sehen das nicht, die wollen es nicht sehen. Und dann ist natürlich Veränderung sehr schwer. Was man vermeiden muss beim Verändern, darüber haben wir bereits geredet, zu viele Veränderungen verwirren nur, zu langsames Verändern versandet. Und wenn die Mitarbeiter kein Vertrauen mehr haben in die Führung, dann ist Verändern überhaupt nicht mehr möglich. Das ist, Vertrauen ist wie Glas. Wenn Glas mal gebrochen ist, kriegen sie auch nicht mehr zusammen. Was getan werden muss, auch das ist meine Erfahrung bei Veränderungsprojekten, ich habe Menge mitgemacht, man muss rechtzeitig vorbereiten, man darf nicht am Freitag entscheiden und am Montag umsetzen, sondern man muss Zeit lassen, weil der Mensch braucht seine Zeit zur Anpassung. Aber dann muss man kommunizieren, richtig kommunizieren. Kommunikation ist bei Verändern die halbe Miete. Und jetzt frage ich Sie, ist Stuttgart 21 richtig kommuniziert worden? Nein. Ja. Viele der Veränderungsprojekte, die von Berlin kamen oder aus Brüssel, die wurden überhaupt nicht kommuniziert. Sinnhaftigkeit fehlt völlig. Es wird dann höchst die Ratio kommuniziert. Also da ist sehr viel falsch gemacht worden. Aber klare Worte sind wichtig. Ich habe gelernt, beautiful words are not true. True words are not beautiful. Man muss vor seine Belegschaft hinstellen und sagen, was Sache ist. Und nicht herumtanzen, herumeiern. Das führt nur zu Missverständnissen. Und dann zügig umsetzen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das Mittelmanagement, also derjenige Kreis von Mitarbeitern, der unmittelbar Verantwortung hat für die betroffenen Mitarbeiter in den Bereichen, wo verändert wird, dort versagt das Mittelmanagement sehr oft, weil sie nicht gelernt haben, wie man mit Veränderungen umgeht. Die solidarisieren sich mit den Betroffenen und sagen, ist der Menno Harms oder ist die Merkel. Wenn ich die WM sagt am jeden Schreibtisch, think, nachdenken. Das war der Spruch, den ich mal gelernt habe. Im Sinne ja, das hat ja der. Ich muss sagen, das dürfen wir nicht ganz vergessen. Das hat der Gründer schon gemacht. Urgency, die ja. Wir schon vorgestern als Vertrauen war und vorvorgestern sozusagen. Kein Fleisch mehr essen und so weiter. Also wenn diese Art kommt, ja, dann können das Sie alles sagen, Sie müssen auch nochmal Zeit haben, Strategie zu formulieren. Ja gut, das ist, gut, der macht das, klar, der macht das. Das kommt natürlich in jedem Fall. Ich spreche jetzt von Veränderungsprojekten und was ich bei Veränderungsprojekten gelernt habe. Dass eine Strategie formuliert werden muss, ist klar, dass man denken muss, dass man das Unternehmen von A nach B führt, komme ich gleich noch zu, wenn ich die Zeit noch habe. Ich habe noch 5 Minuten. Gerade was das Management angeht, darf ich hier auf Folgendes hinweisen. Gerade was Veränderungen angeht. Führungsqualität. Wenn Sie eine gewohnte Situation haben und hier das gewohnte Führungsverhalten zeigen, dann sind Sie in einer leistenden Position. Aber das wird zu einer Komfortzone, wenn Sie in eine neue Situation hineinkommen. Und wenn das Führungspersonal das gewohnte Verhalten auch in der neuen Situation, vor allem bei dramatischen neuen Situationen, appliziert, dann wird es zum Verwalter und führt nicht. Und das ist das Schicksal vieler Führungskräfte, vor allen Dingen in Veränderungssituationen, vor allen Dingen auch junger Führungskräfte. Eine problematische Angelegenheit, die damit zu tun hat, dass wir in unseren Schulen, in unseren Hochschulen, aber auch in den Unternehmen das Thema Veränderungsmanagement, Change Management zu wenig gelernt haben. Wir haben einfach nicht gelernt, mit Veränderungen umzugehen. Und deswegen führt es dazu. Diese Komfortzone wird zum Problem. Ich habe mal von einem spanischen Mitarbeiter gehört, dass der Stier eine Komfortzone hat. Man nennt das die Corinthia. Der kehrt immer wieder nach Angriffen in diese Ruhezone zurück. Und das kann der Torero ausrechnen.
und da sticht er ihn dann ab. Und das ist ja das Problem. Wenn man in die Komfortzone geht, ist man verletzlich. Wie geht es mit HP weiter? Kann es so weitergehen? Weiß ich nicht. Aber die unternehmerische Aufgabe bleibt und die besteht aus Leistung verbessern und erneuern. Wenn man das tut, das ist 80% der Forschung und Entwicklungstätigkeit, man bleibt im Geschäft. Aber man braucht auch neues Geschäft und es kommt in erster Linie durch Umbrüche. Auch das ein abendfüllendes Thema. Hätten Sie in dieses Microsoft-Team investiert? Ich nicht. Da sahen wir doch alle so aus. Also ich hätte nicht investiert. Dabei ist er hier der reichste Mann geworden. Ne? Bill Gates. Das sind nur zwei Frauen. Würde ich auch nicht investieren. Ja, ob da jetzt nur zwei Frauen sind, das kann man nicht richtig erkennen. Aber ich will damit nur sagen, wir müssen offen sein für neue Ideen, die Umbrüche bringen. Das heißt Querdenker, das heißt Fantasie. Fantasie wird mit zu einer strategischen Ressource unseres Standortes. Kreativität, wir müssen unseren Ingenieuren sagen, sie dürfen nicht nur fachlich toll sein, sie müssen auch nach links und rechts gucken. Sie müssen auch literarisch engagiert sein, sie müssen Fantasie entwickeln, in die Oper gehen und. Also ich würde sagen, in den Bereichen tun wir zu wenig, ist aber auch sehr schwer. Wir neigen dazu, zu vertikalisieren, das ist wichtig. Fokus, Fokus, Fakultäten, Ministerien, nicht denken Sie mal dran, alles vertikalisiert, keiner redet mehr links und rechts. Ich sage immer Urbi et Orbi, man braucht beides, man muss beides machen. Wir brauchen also die Neugier, die Fantasie und wir brauchen zukunftsfähiges Führungswissen. Aber das wissen wir auch, alles was da notwendig ist, aber es wird nicht eingesetzt. Eine zukunftsfähige Führung, und damit komme ich zum Schluss, sichert die wirtschaftliche Existenz einer Organisation auch unter stark veränderlichen Bedingungen. Handelt gemäß akzeptierter, beständiger Werte, handlungsleitende Werte, die wie Leuchttürme einer Organisation gelten können, setzt Ressourcen, auch menschliche Ressourcen, so ein, dass sie langfristig erhalten bleiben und führt durch Kompetenz, Glaubwürdigkeit, Inspiration und ist anpassungsfähig. Natürlich nicht sklavenhaft anpassungsfähig, sondern in Bewegung bleiben, von anderen lernen. Die heutige Situation, und damit komme ich zu einer Initiative, die ich seit 4 Monaten gegründet habe, möchte ich hier kurz vorstellen. Wenn man sich mal anschaut, die Führung ist in Staat, Wissenschaft und Wirtschaft in einer echten Bewährungsprobe. Die Glaubwürdigkeit und Vertrauen haben gelitten. Und wenn man auf der anderen Seite sieht, was an globalen Herausforderungen vor uns liegt, ist es enorm. Da muss geführt werden. Und wenn da die Glaubwürdigkeit nicht da ist, gute Nacht um 6. Führungsthemen sind nach wie vor Wachstum. Und ich lasse mir nicht einreden, dass es auch ohne Wachstum geht. Kannst du vergessen. Wir müssen Wachstum haben, aber unter Beachtung der Ressourcen. Gar keine Frage. Und wir müssen erneuern. Allein diese 3 Führungsthemen. Haben wir das richtige Führungswissen? Und wird es eingesetzt? Ich bezweifle, dass wir zu wenig einsetzen. Führungsthema 4, Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Davon könnte ich Ihnen mindestens 20 solcher Zeitungsausschnitte zeigen, aus den letzten Jahren. Plagiate, ich könnte Ihnen das zeigen aus dem Schiedsrichterwesen und. Will ich nicht tun. 5. Thema, Orientierung, Engagement der Mitarbeiter. Ich bin immer wieder erstaunt, wie die vielen Kollegen mir sagen, was sie alles für tolle Werte in ihren Unternehmen haben. Der Mitarbeiter ist das größte Potenzial und das Kapital, was man hat. Aber wenn man auf die Toiletten in der Fertigung eines Unternehmens geht, da sieht man, was eigentlich Sache ist. Und wie sie bezahlt werden und wenn Mitarbeiter wollen, dieses oder jenes, dann geht es nur über gewerkschaftliches Engagement. Ganz schlimm. Ich persönlich glaube, dass wir hier riesigen Nachholbedarf im Management haben, dass das Management menschlicher werden muss. Und deswegen denke ich, ist das ein Führungsthema. Und wie gesagt, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Es ist zu wenig verbreitet, dieses Führungswissen.
die Umsetzung in den Organisationen ist zu langsam und die nächste Generation bekommt es viel zu spät mit. Die müssen erst mal 20 Jahre arbeiten, bevor sie das überhaupt mitkriegen. Da muss was passieren. Wenn sie es überhaupt mitkriegen. Wenn sie es überhaupt mitkriegen. Deswegen wollen wir diese Initiative starten. Ich mache das mit einigen Kollegen. Thema zukunftsfähige Führung. Was will sie? Die will dazu beitragen, dass bewährtes Führungswissen in Wirtschaft, Wissenschaft und Staat intensiver und schneller eingesetzt wird. Und dass der Nutzen zukunftsfähiger Führungskonzepte in der nächsten Führungsgeneration schneller erkannt und angewandt wird. Es geht also um das Thema Umsetzung. Und Sie glauben gar nicht, wie schwierig das ist. Wie kriegt man das hin? Und das soll die Initiative erreichen. Sie soll über eine Plattformaktivität dort vorgehen. Wir beginnen mit Statements von Führungspersönlichkeiten, die ich angeschrieben habe. Hier der Corporate-Bereich hat das gleiche auch in der Politik und in der Wissenschaft. Und dort, wo steht bestätigt, habe ich bereits ein Statement von demjenigen bekommen, in dem er klar sagt, was er für wichtig hält und wie er glaubt, sein Unternehmen vorangeht. Ich war überrascht, wie schnell diese Liste zu bestätigenden Statements kam. Ich bin sehr erfreut darüber. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Aber das soll als führendes Thema gelten. Wir wollen dann diese Statements nehmen und damit in die Schulen gehen, damit auch auf die Plattform gehen, um praktisch die Kollegen damit zu konfrontieren und sagen, wie seht ihr das, wie reflektiert ihr das, um einfach ins Gespräch zu kommen, damit das Thema behandelt wird. Franz Fehrenbach hier zum Beispiel hat mir das geschickt. Als Statement. Das wird sicherlich unter der Rubrik Werte stattfinden. Wir haben dann ähnliche Dinge zum Thema Mut, zum Thema Neugier, zum Thema Führung und, und. Herr Dürre hat mir geschrieben, also fand ich sehr offen, der hat ja in der nationalsozialistischen Schule damals in den 40er Jahren das ganze nationalsozialistische Wissen mitgeteilt bekommen und hat das hier in seinem Statement dann zitiert, dass das für ihn eine Irreleitung gewesen sei und. Er war da sehr offen, spricht dann von seiner Frau, was sie von ihm hält. Also ganz persönliche Statements sind dabei. Und ich denke, das ist wichtig, um mit der nächsten Generation oder auch mit anderen Führungskräften ins Gespräch zu kommen, um diese Themen zu reflektieren. So, das war eigentlich das, was ich noch sagen wollte, und jetzt feuer frei für die 30 Minuten.